Hallo Menschen, für den März habe ich euch sehr viel zu erzählen, deswegen es auch gleich losgehen soll. Als erstes beendete ich den großartigen Comic Pinocchio von Windschluss. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und das ist eine trostlose Neuerzählung des ohnehin schon sehr trostlosen Originals. Also man sieht schon mal viel daran, dass Giuseppe hier in dieser Version einfach nur ein richtig geldgieriger Waffenhersteller ist, der eben Pinocchio als so eine Art Kampfroboter einfach nur ans Militär verkaufen will. Und während er da so sein Verkaufsgespräch führt, setzt sich zu Hause seine Frau auf Pinocchios Nase. Und das setzt auch schon den Ton für die komplette Geschichte. Also es bleibt so. Es sind auch ganz viele abstruse Nebenhandlungen, die dann tatsächlich irgendwann zur Hauptgeschichte hinzustoßen. Also ganz viel Verrücktes. Zum Beispiel taucht immer wieder Jimmy die Wanze auf, die sich nach einem Hin und Her hinter Pinocchios Augen eine Wohnung einrichtet. Und das ist auch so ganz normal. Also Leute kommen dahin und klingeln und besuchen ihn. Und er hat da ein ganz normales Leben, will zum Beispiel Schriftsteller werden und ist dann mal so ganz verzweifelt, als er Dostojewskis Der Idiot liest, weil das so großartig ist und er nie daran kommen kann. Das ist wirklich alles so seltsam. Es kommen auch die sieben Zwerge vor, die sich aber quasi ein Schneewittchen dort halten und es absichtlich immer wieder bewusstlos machen, um es vergewaltigen zu können. Es ist wirklich, wirklich unangenehm und im Großen und Ganzen ist es halt, es ist sehr düster, es ist eklig teilweise, es ist unangenehm, aber halt auf eine gute, auf eine intensive Art und Weise. Und dann kommen auch immer zwischendrin ganz, ganz wunderschöne Bilder, die sich halt mit diesem Ekligen abwechseln. Und ich war im Großen und Ganzen ziemlich begeistert, muss ich sagen. Es ist wirklich das abstruseste Comic, was ich jemals las, aber dadurch natürlich auch wirklich interessant und auf eine gute Art eben nicht schön. Also wir haben halt verschiedene Stiländerungen, aber keines ist jetzt irgendwie das, was für mich eigentlich typisch ist für Comics, diese tollen Wasserfarbenzeichnungen und so, das kommt hier nicht vor. Und ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei der Freundin bedanken, die das für mich zum Geburtstag ausgesucht hat. Sehr, sehr, sehr gute Wahl. Gleichzeitig beendete aber etwas später natürlich Schuld und Sühne von Dostojewski. Ich habe nur deswegen kein Einzelvideo dazu gedreht, weil ich halt das Gefühl habe, ich kann nicht wirklich etwas Neues zu der Diskussion beitragen, aber ich mochte es sehr. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, es geht hier um einen verarmten ehemaligen Studenten namens Raskolnikow, der zu Beginn des Buches eine gewisse Tat begeht. Ich persönlich wusste vorher schon, was es ist. Auf meiner Version steht es auch hinten drauf, deswegen würde ich zwar sagen, es ist nicht wirklich ein Spoiler, aber ich will es euch nicht verraten, falls ihr es nicht wisst. Grundsätzlich geht es aber eigentlich viel, viel weniger um die Tat an sich, sondern auch welche Überlegungen dazu führten und vor allem auch dann die Folgen, die danach entstehen. Und davon ausgehend entwickeln sich natürlich auch gewisse moralische Fragen über den Umgang der Menschen allgemein so untereinander. Dostojewski gibt dabei ganz viele verschiedene Theorien wieder. Also wir haben sowohl philosophische als auch soziologische Überlegungen. Auch Nietzsches Übermensch kommt hier schon auf eine gewisse Art und Weise vor. Ideen des Utilitarismus werden behandelt. Ich war auch sehr überrascht, hier schon so ein bisschen dasselbe zu lesen, was auch dann der Protagonist in Sartres Ekel empfindet. Also immer dieses Angeekeltsein von der ganzen Welt, genauso diese Entfremdung bei Camus, also wirklich ganz, ganz viel. Und natürlich auch wieder Dinge so, die man in erster Linie so ein bisschen mit dem Naturalismus verbindet, also die Trunkenheit, die Armut, diese Milieugefangenheit, gefiel mir alles sehr, sehr gut, zumal Dostojewski auch teilweise Dinge davon wieder kritisiert, also nicht einfach sagt, ja, so ist es, sondern er bringt diese verschiedenen Sachen durch verschiedene Personen in die Geschichte ein, stimmt jetzt aber nicht jedem zu, also natürlich nicht jedem. Ja, es geht auch sehr, sehr viel um Egoismus versus Altruismus und meistens steht dann aber halt noch Raskolnikows Psyche, es ist furchtbar laut. Ist das eigentlich in jedem Video? Meistens steht dann aber halt nochmal speziell Raskolnikows Psyche im Mittelpunkt. Was ich auf jeden Fall nochmal erwähnen möchte, weil manche Leute vielleicht immer noch ein bisschen Berührungsängste haben, es lässt sich wirklich nicht schwierig zu lesen. Natürlich ist es etwas langsamer und einfach anders erzählt als moderne Literatur, aber es ist nicht so, dass man es nicht verstehen kann. Das ist eigentlich wirklich nichts direkt Schwieriges drin, sondern einfach nur etwas gesetzter, als man es heutzutage vielleicht gewohnt ist. Da möchte ich eigentlich nochmal so zwei Aspekte zu dem Buch sagen. Das erste ist, es ist wirklich gut. Es hat seinen Klassikerstatus absolut verdient und ich finde, es sind immer noch Aspekte drin, die wir auch heutzutage als nachdenkenswert empfinden sollten oder ich es zumindest so empfinde. Und das Zweite ist aber, ich hatte, bevor ich dieses Buch las, immer nur so dünne Heftchen von Dostojewski gelesen und hatte immer im Hintergrund diesen Gedanken, naja, aber seine großen Werke, die, für die er berühmt ist, die sind bestimmt noch so viel besser und da steckt so viel mehr drin. Und muss ich es nach dem Lesen sagen?
Es ist nicht wirklich so. Also zum Beispiel habe ich aus Aufzeichnungen aus dem Kellerloch, würde ich sagen, fast genauso viel entnommen wie aus diesem Buch und kann es genauso schätzen wie das hier. Und ich sage das eigentlich nur nochmal nicht, dass ihr das nicht lesen solltet. Ganz im Gegenteil, ich bitte euch darum. Aber man muss bei Dostojewski wirklich nicht das Gefühl haben, wenn man nur die kurzen erstmal gelesen hat, naja, aber so den wahren Dostojewski habe ich ja noch gar nicht kennengelernt. Sondern man kann getrost mit den kurzen anfangen. Man muss nicht denken, man verpasst hier etwas. Ich glaube sowieso, dass dann der Wunsch, die dicken mal zu lesen, entsteht. Zumindest war es bei mir so. Aber die Kleinen sind auch wirklich schon eine gute Repräsentation dessen, was Dostojewski so ausmacht. Und dann vielleicht noch so zwei kleine Warnungen. Ich habe ja gesagt, es geht nicht um den Kriminalfall an sich. Aber ich muss sagen, für jemanden wie mich, der Krimis halt überhaupt nicht liest und eigentlich auch nicht so an der Aufklärung interessiert ist, ging es immer noch recht viel um den Kriminalfall. Und das sage ich euch nur nochmal, falls es jemand von euch genauso geht. Dostojewski hat ja noch andere große Romane. Vielleicht solltet ihr dann mit jemand anderem anfangen, aber selbst ich fand den hier ja sehr, sehr gut, obwohl ich Krimis nicht wirklich mag. Ich wollte es nur noch mal so als Warnung nennen. Es gibt ja genug von ihm. Und das zweite betrifft speziell die Ausgabe. Ich habe die ja zum Geburtstag geschenkt gekriegt und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Aber ich wollte trotzdem noch mal für euch ein Wort dazu verlieren. Es gibt so einige Seltsamkeiten, die mir auffielen. Das geht damit los, dass hier nirgendwo ein Übersetzer genannt wird. Und ich finde das eigentlich ein Unding. Also ich habe dann auch extra nochmal online auf der Seite geguckt, ob da irgendwie steht, dass die das nach einer vielleicht schon frei verfügbaren Übersetzung machen, so, aber es wird einfach nirgendwo genannt. Und dann halt so ein paar Kleinigkeiten, dass die eigentlich die Gänsefüßchen benutzen und manchmal sind es halt dann doch noch die anderen Ausführungszeichen, dass halt ein paar Druckfehler drin sind oder dass die, ich habe eigentlich gehört, dass Schuld und Sühne so in große Teile aufgeteilt ist. Das haben wir hier nicht, das haben sie einfach weggelassen. Ist nicht schlimm, aber ich habe halt zum Beispiel ganz, ganz viel Gutes über die Neuübersetzung aus dem Fischer Verlag gehört. Vielleicht solltet ihr dann eher dazu greifen. Zum Abschluss möchte ich euch ein Zitat vorlesen, was Hermann Hesse über Dostojewski gesagt hat. Folgendes: Wir müssen Dostojewski lesen, wenn wir elend sind, wenn wir bis zur Grenze unserer Leidensfähigkeit gelitten haben und das ganze Leben als eine einzige brennende, glühende Wunde empfinden, wenn wir Verzweiflung atmen und Tode der Hoffnungslosigkeit gestorben sind. Dann, wenn wir aus dem Elend vereinsamt und gelähmt ins Leben hinüberstarren und es in seiner wilden, schönen Grausamkeit nicht mehr begreifen und nichts mehr von ihm haben wollen, dann sind wir offen für die Musik dieses schrecklichen und herrlichen Dichters. Und wenn ich das nicht überzeugt, Dostojewski zu lesen, dann weiß ich auch nicht. Als drittes diesen Monat las ich dann Die steinernen Götter von Janet Winterson. Dazu gibt es eine Einzelrezension, weswegen ich es hier wieder kurz fassen möchte. Es ist ein Buch, was mit einer Science-Fiction-Geschichte beginnt, in dem es unter anderem intelligente Roboter gibt und die Suche nach einer neuen Welt, weil wir unsere halt relativ, oder beziehungsweise sie ihre relativ zerstört haben. Dann wechselt aber die Perspektive und wir haben tatsächlich eher einen kurzen historischen Aspekt über jemanden auf den Osterinseln und am Ende. Ist nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, da ist noch einmal eine dystopische Version unserer Welt. Also viele verschiedene Aspekte und ich mochte es sehr, welche Themen sie behandelt, auch wenn man die vielleicht schon kennt. Ich nenne es auch in dem Video. Also es geht viel um Umweltverschmutzung durch die intelligenten Roboter, natürlich auch mal wieder um Bewusstsein und was den Menschen eigentlich so ausmacht. Gleichzeitig um Schönheitswahn und politische Unterdrückung und so. Das sind Themen, die ich sehr wichtig finde und die ich auch immer wieder lesen kann, auch wenn man das halt jetzt vielleicht zum 10. Mal liest oder in einem Film sieht oder dergleichen. Ich fand es sehr, sehr toll und ich mochte vor allem den Science-Fiction-Aspekt. Danach las ich dann das zweite Buch, was ich diesen Monat schon rezensierte, Sehr blaue Augen von Toni Morrison. Das ist ein Buch, was mich immer noch nicht loslässt. Nach dem Lesen gab ich ihm erstmal so eine Bewertung von, ja, war gut und ich kann immer noch nicht aufhören, über dieses Buch nachzudenken. Im Kern geht es um mehrere junge schwarze Mädchen, die Hass auf sich selbst entwickeln durch ihre Umgebung. Teilweise die Hauptfigur hat dann auch Hass so auf erst weiße Babypuppen und dann auch weiße Mädchen entwickeln, weil sie merken, dass diese Personen anders behandelt werden und dann ist es halt so ein ewiges Hin und Her, ein Kreislauf aus Gewalt, weil irgendwie auch den schwarzen Männern halt von weißen Gewalt angetan wird und die das dann wiederum auf ihre Frauen übertragen und teilweise halt, wie gesagt, auch auf sich selbst und es ist ein wirklich mitreißendes, ein trauriges Buch, was ich aber jedem empfehlen kann. Es hat mich wirklich berührt und obwohl es von der Bewertung her in meiner Tabelle erstmal gar nicht so zu den Top-Büchern gehörte, glaube ich jetzt schon, dass es mit zu meinen Lieblingsbüchern 2016 gehört hat, weil mir das so nahe gegangen ist. Also kann ich euch absolut empfehlen. Danach las ich ein E-Book, nämlich Ziemlich gute Gründe, um am Leben zu bleiben von Matt Haig. Das sind so ein bisschen seine Memoiren, aber speziell was seine Depressionen und Panikattacken betrifft. Und ich habe im Großen und Ganzen zwei Dinge zu diesem Buch zu sagen. Das erste ist, ich finde Bücher über psychische Krankheiten immer noch sehr, sehr gut und wichtig, denn ja, es wird schon mehr darüber erzählt als früher. Aber wie oft ich zum Beispiel auch in der Straßenbahn immer noch so junge Leute sowas sagen höre wie der ist total beknackt, der ist jetzt in der Klapse oder dergleichen. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn dieses Buch auch nur einer einzigen Person hilft, also entweder das besser zu verstehen oder mit sich selbst besser klarzukommen, würde ich sagen, es ist gut, es soll gedruckt werden, es ist wichtig.
Das Zweite ist aber, ich fand es halt jetzt von der Sprache her zum Beispiel nicht ganz so großartig. Ich las ja schon einen Roman von Matt Haig, nämlich Ich und die Menschen, und das mochte ich. Also ich fand auch damals schon, dass es eher so der kleine, nicht ganz so tiefsinnige Bruder von Fremde in einer fremden Welt ist. Aber ich habe mir trotzdem einiges angestrichen. Und in diesem Buch jetzt habe ich mir auch einiges angestrichen, aber eher inhaltlich. Und auch da muss ich sagen, ich habe eigentlich nichts Neues gelernt, sondern ich habe mir Dinge nur nochmal angestrichen, dass ich gesagt, ja, das ist wichtig, das muss ich mir merken, aber das hatte ich eigentlich auch schon gehört. Und von den Formulierungen her finde ich es halt hier, ja, es ist einfach ein bisschen simpel. Es ist auch sehr einfach geschrieben. Es soll halt für viele Menschen zugänglich sein. Es gibt viel mit Listen, ganz, ganz kurze Kapitel. Aber es gehört halt jetzt nicht zu den Memoiren, die ich irgendwie jedem empfehlen würde, weil sie schon um des reinen Lesens willen lesenswert sind, weil sie irgendwie so toll geschrieben sind, sondern ich würde es wirklich nur denjenigen empfehlen, die sich darüber informieren wollen, die eventuell mit sich selber besser klarkommen wollen, aber jetzt nicht einfach jedem. Es ist einfach formuliert, es ist sehr klar, es ist persönlich und potenziell hilfreich, also hoffentlich gut. Dem folgte dann Störfall von Christa Wolf, mein erster Roman dieser Autorin, und der erzählt in Ich-Perspektive so einen Tag aus dem Leben der Erzählerin, der wiederum so ein paar Tage nach dem Reaktorunglück in Tschernobyl stattfindet. Und einerseits besteht dieses Buch eben so aus dem Nachdenken darüber, über diesen Unfall und über diese Unsicherheit in der Bevölkerung, die noch gar nicht so wissen, was Sache ist, die auch in den Nachrichten ständig unterschiedliche Sachen hören, und selbst wenn sie dann jetzt vor Dingen gewarnt werden, sagen die sich sowas wie, ja, heute kaufe ich mir nochmal meine Milch oder heute gehe ich nochmal Pilze sammeln, morgen fange ich dann damit an. Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite findet gerade die Hirn-OP des Bruders der Erzählerin statt, bei dem eben ein Tumor entfernt werden soll, und auch darüber denkt sie nach, beziehungsweise sie führt so ein Gespräch mit ihrem Bruder, also in Gedanken natürlich. Jetzt weiß ich nicht, ob man das schon so als Bewusstseinsstrom bezeichnen kann. Eigentlich sind die Gedanken sehr klar und deutlich und sie brechen jetzt auch nicht wirklich ab. Also sie hat zwar am Ende manchmal so einen Gedankenstrich, der und keinen Punkt am Ende, aber meiner Meinung nach denkt sie die Sachen schon so portionsweise fertig. Also erst denkt sie an den Bruder, dann denkt sie mal wieder was anderes. Aber es passiert halt drumherum wirklich nicht viel. Wir befinden uns zum Großteil in den Gedanken dieser Person und ja, was die halt gerade so überlegt. Ich muss sagen, anfangs mochte ich diese Parallelstruktur sehr, es gefiel mir gut. Aber so ab Seite 80, finde ich, also das ist ja schon nicht sehr lang, war aber dann so ein bisschen die Luft raus. Also man hat dann halt eigentlich alles schon mal gehört, und zumal der eine Erzählstrang dann auch abgeschlossen ist, und dann fängt sie halt an, so ein paar andere Gedanken mit reinzubringen über das Schreiben und über so einen blinden Fleck in der Menschheit. Das hat mich dann nicht mehr ganz so begeistern können. Und dann, um mal so eine Kleinigkeit zu nennen, die ich halt ein bisschen seltsam fand, ist, dass sie immer wieder diese Wissenschaftler mit dem Mutterinstinkt oder so weiblichem Denken allgemein in Kontrast stellt. Also sie fragt sich dann sowas wie, hätte denn jemals eine Frau eine Technologie entwickelt, die potenziell ihre Milch sauer machen könnte, sodass sie ihr Kind nicht säugen könnte? Würden denn Frauen sowas nicht entwickeln? Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viele Frauen jetzt in Tschernobyl eventuell angestellt waren, aber ich finde diesen Kontrast ein bisschen seltsam. Und dazu nochmal ein Zitat jetzt direkt aus dem Buch. Liste der Tätigkeiten, die jene Männer von Wissenschaft und Technik vermutlich nicht ausüben oder die sie, dazu gezwungen, als Zeitvergeudung ansehen würden. Einen Säugling trockenlegen. Kochen, einkaufen gehen, mit einem Kind auf dem Arm oder im Kinderwagen. Wäsche waschen, aufhängen, abnehmen, zusammenlegen, bügeln, ausbessern. Fußböden fegen, wischen, bohnen, staubsaugen, staubwischen. Nähen, stricken, häkeln, sticken. Geschirr abwaschen, Geschirr abwaschen, Geschirr abwaschen. Ein krankes Kind pflegen. Ihm Geschichten erfinden, Lieder singen. Und das Einzige, was diesen Absatz für mich so ein bisschen rettet, ist der letzte Satz. Und wie viele dieser Tätigkeiten sehe ich selbst als Zeitvergeudung an? Ja, wie gesagt, fand ich halt ein bisschen seltsam, einfach ein bisschen fragwürdig, dieser Kontrast. Ist jetzt aber auch nur eine Sache dieses ganzen Buches. Ich habe auch viel Positives angestrichen und habe ja auch noch zwei Bücher dieser Autorin hier stehen. Bin dem Ganzen auch noch positiv genug gesinnt, dass ich mich auf die Lektüre freue, aber das hier konnte mich halt jetzt einfach noch nicht zu 100% überzeugen. Danach beendete ich endlich Nachlass zu Lebzeiten von Robert Musil. Das habe ich noch aus dem Studium und jetzt erst zu Ende gelesen. Es sind zum Großteil sehr, sehr kurze Geschichten, außer die letzte, teilweise zum Beispiel auch nur so eine halbe Seite lang. Musil nennt die erste Gruppe zum Beispiel Bilder, und das trifft das eigentlich auch sehr, sehr gut. Es sind einfach so kurze Momentaufnahmen und ich bin sehr zwiegespalten. Zum Beispiel die erste Geschichte fand ich ganz, ganz toll. Es geht prinzipiell um eine Fliege, die sich in so ein Fliegenklebefangding verfängt.
Und das war wirklich bedrückend zu lesen. Das hat er so gut beschrieben, meiner Meinung nach. Und sowohl, wenn man das halt wortwörtlich nimmt und nur an die Fliege denkt, als auch im übertragenen Sinn, wenn sich ein Mensch irgendwo hinein verfängt oder vielleicht eine ganze Gesellschaft in eine Ideologie und so weiter und so fort. Aber dann gab es halt auch ganz viele, die ich wirklich nichtssagend fand. Und ich habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich 5 Zeilen gelesen habe, ohne sie zu lesen, ohne wirklich mitzukriegen, um was es geht. Was mir nicht wirklich viel Hoffnungen auf der Mann ohne Eigenschaften macht, was auch noch hier steht. Wie für Reklam oft typisch, gibt es ja ein sehr, sehr gutes Nachwort, was mir auch einiges nochmal erklärt oder interpretiert hat, was ich auch gebraucht habe teilweise. Bei manchen Sachen fand ich auch, da haben sie aber ganz viel hineininterpretiert, aber das ja, kann man ja machen. Wie gesagt, teilweise fand ich sehr, sehr gute Anregungen, aber im Großen und Ganzen hat es mich auch nicht wirklich überzeugt. Also ich und Robert Musil muss erstmal schauen. Also der Mann ohne Eigenschaften ist gerade von den ungelesenen Büchern, die ich hier habe, eher so ans Ende gerutscht. Braucht erstmal eine Pause, glaube ich. Dem folgte dann Pfaueninsel von Thomas Hetsche, was ich zusammen mit The Lines Between und First Hand las. Ich habe gerade eben dazu eine Rezension gedreht, die aber erst am Sonntag online kommt und will es deswegen hier wieder kurz fassen. Wir waren alle am Anfang so recht begeistert, es gefiel uns sehr gut, aber diese Begeisterung konnte sich nicht so ganz bis zum Ende halten. Es ist ein historischer Roman, der sich zum Großteil so im 19. Jahrhundert eben auf diese besagten Pfaueninsel entfaltet und als Protagonistin eben die kleinwüchsige Marie hat und was sie halt so erlebt. Und was mir halt dann nicht ganz so gefallen hat, wiederhole ich jetzt nicht nochmal, es kommt wie gesagt eine Einzelrezension dazu. Dann las ich den letzten Teil der Imperial Rudge-Reihe, ich kann das nicht aussprechen, nämlich Ancillary Mercy von Anne Leckie. Ich liebte ja den ersten Teil, war vom zweiten so ein bisschen leicht enttäuscht und mochte jetzt den dritten wieder sehr, kann also die Reihe als Ganzes wirklich empfehlen. Das hier ist eine sehr, sehr gute Mischung aus Action einerseits so ein bisschen, also es passiert einfach etwas und Menschen oder auch Nichtmenschen treffen aufeinander und die Handlung schreitet voran. Wir bewegen uns ja auch auf einen Höhepunkt zu. Und andererseits haben wir aber auch eine ganze Menge ruhige Momente, gewisse Überlegungen, Dialoge und vor allem einen schönen Humor hier, meiner Meinung nach. Es gibt diesen Kunstgriff, sage ich mal, schon öfter, nämlich, dass man in eine Geschichte irgendwie eine außenstehende Person hineinnimmt, die dann so die Gepflogenheiten ironisch betrachtet. Und auch hier haben wir halt so einen Übersetzer einer anderen Rasse, der halt einfach für absurde Situationen sorgt, der die Menschheit nicht so ganz versteht, der manchmal auch Handlungen vollzieht oder Fragen stellt, die dann einfach unfreiwillig komisch sind, aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das wirklich lustig und es hat gut hineingepasst, so als eine Art Abwechslung zu all den großen Dingen, die halt drumherum passieren. Was jetzt übrigens nicht heißen soll, dass das Buch an sich jetzt ein humorvolles Buch ist. Es ist schon eher Science Fiction, also nicht nur eher, sondern es ist Science Fiction und mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Dem folgte dann Chaos von David Mitchell. Ist bei mir fast schon so etwas wie eine Subleiche. Ich kaufte mir das Buch relativ schnell nach Der Wolkenatlas, weil ich den so mochte. Und weiß gar nicht, warum das so lange dort stand, denn ich fand die Prämisse schon immer interessant. Es beginnt nämlich mit einer Geschichte in Okinawa und geht dann in Richtung Westen, quasi einmal um die Welt. Und der Untertitel lautet auch Ein Roman in 9 Teilen. Und typisch für Mitchell sind halt die Personen dann irgendwie verbunden, treffen sich vielleicht auch nur am Rande irgendwie und es ist einfach so ein großes Ganzes. Und diesen Aspekt des Buches fand ich auch ganz, ganz toll, bis zum Ende. Ich mag das, wenn es immer so um Ursache-Wirkung geht, wenn die sich echt immer nur kurz im Café sehen und wenn sie so direkt aufeinander einwirken und wenn es halt so darum geht, wie halt eine Kleinigkeit auch große Folgen haben kann. Muss aber eben sagen, dass mir dann jeweils die Geschichten einfach nicht ganz so gefielen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die alle halt in Ich-Perspektive erzählt werden und dass ein Großteil der Protagonisten nicht wirklich sympathisch ist. Das Problem habe ich öfter. Ich mag diese zwei Sachen einfach nicht so sehr. Ich versuche es immer wieder, mir zu sagen, das Buch kann ja trotzdem gut sein, aber oft gefällt es mir dann halt einfach nicht so. Es war auch definitiv nicht schlecht. Es hat halt diese typischen Aspekte für Mitchell mit drin, aber es konnte mich jetzt auch noch nicht so richtig mitreißen. Es ist halt auch sein Debüt. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht musste er sich noch ein bisschen entwickeln. Also grundsätzlich, wenn ihr mit David Mitchell anfangen wollt, würde ich immer noch Der Wolkenatlas empfehlen. Das fand ich ganz, ganz toll. Auch wenn hier eigentlich ähnliche Ideen drin sind, war das ja halt eher so okay. Und das letzte Buch für diesen Monat war dann Der Trick von Emanuel Bergmann, was ich als E-Book las. Und zwar begann ich das in der Toilettenschlange auf der Leipziger Buchmesse und ich kam erstaunlich weit. Also ich habe das eigentlich auch nur so als Notnagel halt dann begonnen, weil ich mir dachte, mein Gott, du stehst jetzt hier. Und dann hatte ich zum Glück ein E-Book auf meinem Smartphone. Und letztendlich haben wir dort eine Parallelhandlung. Auf der ersten Ebene folgen wir Moshe Goldenhirsch, der ist
der Sohn eines Rabbis in Prag und ist also vor der NS-Zeit geboren, erlebt diese Zeit aber natürlich mit und hat in seiner Kindheit mal eine Zirkusaufführung gesehen, die ihn so sehr prägte, dass er halt auch zum Zirkus will, speziell auch Zauberer eben werden möchte. Und auf der anderen Seite haben wir Max Kuhn, ja auch Sohn jüdischer Abstammung in New York, dessen Eltern sich gerade scheiden lassen wollen, was ihn natürlich sehr mitnimmt und der findet dann eine Schallplatte vom großen Sabatini mit einem Liebeszauber drauf, den er also ja quasi für seine Eltern abspielen oder zaubern möchte, aber die Platte hat halt an der Stelle einen Kratzer und deswegen macht er sich auf den Weg, den großen Sabatini zu finden. So, meiner Meinung nach ist auch das ein gutes Debüt. Ich mochte vor allem diese Parallelstruktur. Ich finde es auch an sich gut geschrieben, aber mir persönlich ist es halt etwas zu humorvoll gewesen. Und das würde ich wirklich sagen, ist absolut Geschmackssache. Also wenn das, was ihr euch jetzt gesagt habt, interessant klingt, greift dazu. Ich habe das einfach schon öfter festgestellt. Ich bin irgendwie so ein schrecklich humorloser Mensch, wenn es um Bücher geht. Oder es ist einfach ganz selten, dass der Humor mit meinem übereinstimmt. Ich habe vielleicht auch ein bisschen Probleme gehabt mit diesen Kinderprotagonisten, die wir ja über große Zeiten haben. Das ist auch ganz egoistisch von mir. Mich interessiert irgendwie einfach nicht, wie Kinder denken. Also wenn man der Max zum Beispiel findet, dann mal BHs seiner Mutter und sagt so, ihh, BHs meiner Mami. Oder die Oma von Max hat eben die Lager miterlebt und die ganze Familie ist genervt davon, wenn die anfängt zu reden. Also vor allem Max, aber auch die anderen verdrehen die Augen und sagen, oh, nicht schon wieder. Und ich finde, also ich konnte damit gar nicht so gut umgehen, wie die mit ihrer Oma umgehen. Grundsätzlich hat mich diese Idee, die Scheidung der Eltern zu verhindern durch eine große Persönlichkeit, so unangenehm an Theo erinnert, ein Buch, was ich ganz, ganz schlimm fand. Ja, also vom Humor her war es halt einfach nicht so meins. Es war mir einfach etwas zu locker lustig. Insofern kann ich es mal wieder Leuten empfehlen, die eben nicht schon wieder das tausendste düstere Buch über die NS-Zeit lesen wollen. Also wir befinden uns ja eigentlich nur zur Hälfte in der NS-Zeit. Für die ist es was, aber ich bin halt so ein furchtbarer Mensch, der lieber so die düsteren Bücher liest. Deswegen fand ich es halt eher in Ordnung nur. Und das waren alle Bücher im März. Ich glaube, es ist ziemlich lang geworden. Ich freue mich trotzdem über Kommentare, im besten Fall zu allen Büchern, wenn ihr die natürlich kommentieren wollt. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.